Herzlich willkommen zur zweiten DVD von Most Wanted 11 aus der Schlüterbach Sporthalle in Lübeck. Genau, und ich glaube, Thorsten, du wolltest noch was zur ersten DVD sagen? Richtig, zum Ende der ersten DVD kam ich nicht dazu. Die Lightweight League, wir haben den Kampf Nikita Charisma gegen Marcus Antonius gesehen. In der Lightweight League sieht der Stand jetzt derzeit wie folgt aus. Nikita Charisma durch den Sieg 2 Punkte, Marcus Antonius 0 Punkte. Pro Sieg gibt es 2 Punkte, unentschieden 1 Punkt, Niederlage 0 Punkte. In einem Multi-Man-Match würde es sogar 3 Punkte geben. Aber dazu kommen wir, wenn es in der Zukunft irgendwann mal soweit ist. Ja, offensichtlich kommt Tina beim Publikum auch sehr gut an. Oh ja. Kann man natürlich auch ein Stück weit verstehen. Ja, somit kommen wir dann jetzt zum ersten Kampf in der zweiten Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit, wir sind zwar nicht beim Fußball, aber trotzdem, nach der Pause, zweite Halbzeit. Ja, okay, wer kommt da jetzt? Oha. Ja, der Fernsehstar ist in der Haus. Ja, Tarkan Aslan, bekannt aus Berlin Tag und Nacht, hat dort eine Rolle, weiß nicht, hat er die noch oder hat er die gehabt? Ich glaube, die hatte er. Ich bin da aber nicht so drin, das ist, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so mein Fernsehen, vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Ja, wir wollen es ja nun auch nicht bewerten. Nein, ich kann es nicht, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, kann man sagen, was ich nicht kenne, das kann ich nicht bewerten. So ist es einfach. Und jetzt will er auch noch was sagen. Da verwechselt er was. Wir sind nicht in Kiel. Ja, das Publikum korrigiert ihn auch hier, dass wir in Lübeck sind, nicht in Kiel. Oh, mit dem Zug musste er anreisen. Na, das ist natürlich. In einem Abteil mit anderen Männern. Aber was mich überrascht, wieso spricht immer eine dritte Person von sich? Versteht es immer noch nicht. Wir sind nicht in Kiel. Immer noch nicht Kiel. Ja, was immer er auch zum Schluss gesagt hat.
Ich glaube, das ist total egal. Er hat klargestellt, er ist der Fernsehstar. Wir sind hier in Kiel und Nils hatte keine Lust. Und deswegen sollte er kommen. Und er muss sich eine Kabine mit Männern teilen, musste Zug fahren. Ja, Diva, Starallüren. Ja, so ist das Leben halt. Unser Gegner kommt jetzt zum Ring. Kann man das eigentlich arrogant bezeichnen, wenn man steif und fest behauptet, man ist in Kiel, obwohl das Publikum sagt, nee, du bist in Lübeck? Ja, ich würde es nicht als arrogant bezeichnen, ich würde es als etwas... ich will nichts Negatives sagen. Marius Alani kommt ganz genau. Im September konnte er sich schon beweisen. Ja, der Mann ist eine Rakete. Marius Alani. Das ist jemand, von dem man in der Zukunft einiges erwarten kann. Da bin ich fest von überzeugt. Und er kommt gut beim Publikum an. Er kommt sehr gut beim Publikum an. Oh, unser Gegner nicht. Er wahrscheinlich nicht. Nee. Ja, der Fernseh... Ja, ich wollte gerade sagen, dass wohl der Fernsehstar Tarkan Aslan sich hier sämtliche Sympathien verspielt. Ich muss ganz ehrlich sein, also ich lache nicht viel in meinem Leben, aber bei seinen Worten... Da bin ich beinahe unter den Tisch gefallen, so kann ich es mal ausdrücken. Also, der Fernsehstar stellt klar, er ist eine Diva und Marius Alani stellt klar, er ist ein Kämpfer. Und ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessanter Kampf zwischen den beiden. Ja, man muss hoffen, dass es ein interessanter Kampf wird und dann jetzt nicht irgendwie Diva-Star-Allüren durchblinzeln. Aber es geht hier schon mal los im Lockup. Der Ringrichter trennt. Oh, bitte. Macht man das so als Fernsehstar, ja? Vor allen Dingen so ein ganz, ganz, ganz alter Trick. Ja, jetzt beschwert er sich hier auch noch, dass er geschlagen wurde. Also, das sind doch wirklich ganz billige Tricks hier. Ich meine, selbst ein Tarkan Aslan muss und sollte nicht hier zu solchen Mitteln greifen. Na, eigentlich nicht. Da gebe ich dir recht. Eigentlich sollte er es nicht. Er tut's aber jetzt schon wieder. Oh Mann. Ja, und verständlicherweise ist natürlich Marius sehr, sehr sauer hier. Kann man natürlich verstehen, weil er hat wirklich nichts gemacht. Ja, und Tarkan, das mag ich Schauspielern ist aber. Ich frage mich gerade, lernt man das beim Fernsehen? Lernt man beim Fernsehen diese unnötigen Aktionen? Damit macht er sich keine Freunde, damit gewinnt er keine Kämpfe. Jetzt geht's wieder in die Ecke. Oh, jetzt kriegt er wirklich eine. Das hat man davon. Ja, wir haben schon unsere Eltern uns das beigebracht. Wer einmal lügt, den glaubt man nimmer mehr. Richtig. Oh, schöner Takedown von Alani. Jetzt Front Face Lock. Ja, so übernimmt man natürlich dann die Oberhand. Oh, aber sehr schöner Konter hier von Tarkan Aslan. Der Fernsehstar kann wrestlen. Ich bin überrascht. Das sind dann doch nochmal Aktionen hier. Ich denke, wir haben jetzt schon gedacht, wir sind jetzt nur... ungebührliches Verhalten, aber das scheint doch noch mal was zu werden hier heute. Oh, interessant. Da geht's hin und her, kreuz und quer. Schöner Armhebel hier, hält ihn auf dem Boden damit. Oh, sehr schön rausgerollt, über die Schultern gerollt. Damit hat der Fernsehstar, glaube ich, nicht gerechnet. Aber er drückt hier
in die Kniekehle, zwingt er mit Marius auf den Boden. Oh, tritt ans... Oh, schöner Kipper. Da kommt er wieder oben und ist Armdrag. So macht man das. Da hat der Fans doch nicht mitgerechnet. Jetzt und der Eskala 1. Sehr früh das Cover hier angesetzt. Gleich mal gezeigt hier. Und wieder der Takedown. So macht man das. So übernimmt man die Oberhand. Jetzt und noch ein Roller, aber am Seil. Oh, Master Cradle. 1, 2, aber nur bis 2. Oh, sehr schöne Covers hier. Nach oben und der Dropkick hinterher. Ja, Tarkan Aslan sichtlich überrascht, dass er einen Gegner hat, der auch was kann. Ja, damit hätte er nicht gerechnet. Oh. Oh. Und will jetzt wieder auf eine andere Art hier das Match fortsetzen. Aber ja, das schmeißt Gegenstände in den Regen, holt sich einen Stuhl. Schmeißt den, was macht der denn jetzt hier? Ja, hat ihn denn jemand nicht gesagt, dass das Stühle jetzt erst später kommt? Ja, Schauspieler, da sagt es das Publikum schon richtig. Schauspieler. Ja, wird jetzt angezählt. Ja, wobei. Schauspieler. Berlin Tag und Nacht. Ja, gut, sagen jetzt mal nichts zu, da kommt er wieder in den Ring. Ja, Marius holt sich hier die Unterstützung des Publikums. Ja, und jetzt. Ja, und Tarkan Aslan feuert sich selber an. Ja, standardgemäß. Oh, schon wieder eine illegale Aktion hier an. Jedes Mal dasselbe. Snap Suplex. Und das Cover hinterher. 1, 2. Ja, und schon wieder illegale Aktion. Und er diskutiert. Und dabei hat er zufälligerweise das Wadenbein bzw. Schienbein auf der Kehle seines Gegners abgestützt. Ansatz hier zum Daivo. Und das Cover? Ja, viel zu lässig, viel zu locker. So wird das nichts. Ich fühle mich gerade wie der Restaurantkritiker aus Ratatouille, dem Disney-Film. Überrasch mich, Tarkan Aslan. Als Fernsehsuperstar, zeig mir was Neues. Ja, tritt hier gegen den Oberarm von Marius, aber... Ja, damit ist ihm auch kein Blumentopf zu gewinnen hier. Da muss echt schon mehr kommen. Nur ein paar illegale Aktionen, ein paar Tritte. Ja, und das Cover wird ja schon mal gar nichts. Das wird noch nicht mehr bis 1 gezählt hier. Ja, zumindest ja schon mal 1. Na. Hier, der Tritt in die... Jetzt geht er aufs zweite Seil, um sich anfeuern zu lassen. Oder... Naja, gut. Er hat jetzt wieder... Da ist er wieder. Oh, Back Suplex. Oh. Das blitzt doch manchmal noch so ein bisschen Technik durch. Ja, so ein bisschen der Wrestler überliegt auch mal doch dem Fernsehstar. Der Rampensau. Aber ja, kommt hier hoch. Marius kommt hier auch hoch. Wer gegen Marius alleine gewinnen will, der muss mehr Wrestler und weniger Schauspieler sein. Und ja, irgendwie verwechselt er es noch. Jetzt rennt er in den Vorarm. Das ist genau das, was ich meinte. Also, Tarkan Aslan kann schon, wenn er will. Das hat man hier wieder deutlich gesehen. Er muss nur wollen. Und vor allem sollte er das Publikum mal außen vor lassen, weil heute wird er kein Sympathieträger mehr. Und sowas kann ganz schnell nach hinten losgehen, indem man ein Match verliert. Oh. Vorarm hier von Marius und der Uppercut hinterher. Jetzt sagt er, komm, steh auf, ich will was zeigen. Ah, Tommy Drop. Sehr schön. Auf den Fuß getreten. Und Fisherman Suplex. Ja. Mit Brücke 1, 2. Nur bis 2. Ah, das sind aber sehr schöne Aktionen hier. Das ist das, was das Publikum sehen will. Das ist das, womit man dann auch Sympathien gewinnt. Schön technische Aktionen hier durchgezogen in den Gegner. Oh, Superkick. Oh, das ist ein Superkick werden hier von Marius. Ja. Ah, Tarkan. Den ab. Oh, schöner Kick gegen die Brust. Und hier aufs oberste Seil. Was will Marius uns jetzt zeigen? Top of Crossbody. Sehr schön. 1, 2, aber nur bis 2. Ja, aber sehr schön durchgezogen. Technisch einwandfrei durchgeführt.
Da war Tarkan Aslan auch sichtlich überrascht und das Cover gleich hinten dran gezogen. Also ich hatte gerade kurzes Zittern, denn das letzte Mal, als ich einen Top Rope Crossbody gesehen habe, ist der ihn eingesteckt hat, liegen geblieben. Geschichten aus der Vergangenheit. Tarkan Aslan hat jetzt die Oberhand. Ja, mit dem Tritt gegen den Kopf von Marius. Jetzt. Was soll denn jetzt kommen? Tarkan seinerseits aufs oberste Seil. Was will er uns zeigen? Wird das der Double Foot Storm? Ja, der geht aber ins Leere. Marius Alani weicht aus. Superkick! Oh, das war er. Und jetzt das Cover. 1, 2, 3. Der Jawohl. Sieg für Alani. Ja, der Fernsehstar verloren. Ja, sagt es Tina ganz deutlich. Marius Alani besiegt den Fernsehstar. Man muss halt doch mehr Wrestler und nicht Fernsehstar sein. Genau. Und schön, wie aus dem Nichts kam hier Marius mit seinem Superkick. Da war Tarkan Aslan sichtlich überrascht und hat gleich das Cover hinten dran gesetzt. Und der ausgenockte Marius Al-Ani wurde dann auch bis 3 durchgezielt. Und somit haben wir jetzt als Gewinner Marius Al-Ani. Und da dürfen wir mal gespannt sein, wie es weitergeht für den Mann aus dem Herzen Thürings. Ja, und Tarkan Aslan, der wirkt gerade nicht so begeistert. Ja, Kiel, warum boot hier? Lübeck, ja. Jetzt hat er mich auch schon verwirrt. Gibt ihm bitte kein Mikrofon. Nein, er kriegt ein Mikrofon. Offensichtlich der Saft abgedreht hier. Ja, so ist das Leben halt. Ja, eine kluge Entscheidung hier der Offiziellen. Ja, TV-Star, deine Freunde aus Kiel wollen dich nicht mehr hören. Ja, apropos, wie nennt er da eigentlich seine Freunde? Ja, das seine Freunde aus Kiel, davon scheint keiner anwesend zu sein. Naja, gut, kommen wir zum nächsten Match. So, und ich weiß, was das für ein Kampf ist. Ja, erste Teilnehmer. Da haben die Offiziellen wohl komplett den Saft abgedreht, so wie das gerade aussah. Die Anlage scheint es dahin gerafft zu haben. Ja, das ist nicht der erste Herausforderer. Der kommt jetzt. Das ist Rolli. Ja, die Musik, die wir hier übrigens hören, die kennen wir. Das ist ganz klar. Wer da jetzt kommt. Ja, kann eigentlich nur einer sein. Ja. Mitglied von Reign of Terror. Leider. Aber irgendwie passiert da gerade nichts. Offensichtlich muss er sich ein wenig noch, wie sagt man das, warm laufen. Vielleicht muss er sich aber weiter, ja. Ja, da kommt er. Ivan Kiew. Ivan aus der Ukraine. Ja, wie singt man es spöttisch? Ivan, die geile Schlange. Keiner kann so oft und so lange. Ja, das wird man vielleicht auch hören, aber ich guck mich nicht so verwirrt an. Das ist was aus Berlin. Also das hat mich da aufgeschnappt. Ja, Ivan Kiew, ich weiß nicht, wie man da auf Reign of Terror, meine Damen und Herren, Ivan Kiew, der Money Preacher,
Den hat man jetzt nicht gesehen, aber ich weiß, dass er ihn rausbegleitet hat. Ja, und Ivan Kiev ist nur auch bekannt dafür, dass er einen sehr harten Stil fährt hier beim Kämpfen. Aber allerdings auch nicht immer, ja, die Musik kenne ich auch. Nicht immer einen besonders fairen, harten Kampfstil. Ja, und gleich sehen wir eine Reaktion des Publikums. Wer kommt? Ich weiß es. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, wir sagen es schon mal, weil die Kamera es nicht einfängt. Es ist Leon van Gastel. Wer da links oben ins Bild guckt, der sieht es. Die Leon-Fans sind da. Und wer links oben ins Bild kommt, sieht ihn auch, Leon van Gastel. Der Publikumsliebling der Mad Wrestling Association. Der ehemalige MWA internationale Champion, der für das Publikum auf seinen Rückkampf verzichtet hat, um forward in die Schranken zu verweisen. Und offensichtlich hat es geklappt. Kein Masterpiece Marcellus da, kein Forward da. Es ist Leon van Gasteren da. Mittlerweile hat mich übrigens eine Nachricht erreicht von Masterpiece Marcellus. Er hat natürlich auch mitgekriegt, dass der Titel weg ist. Gegen Ivan Kiev, und Tina hat es gerade gesagt, in einem Chairs-Match, in einem Stühlekampf. Stühle sind erlaubt, aber keine anderen Gegenstände. Ja, genau so sieht es aus. Stühle sind einsetzbar. Der Sieg kann trotzdem nur durch Aufgabe oder Pinfall erzielt werden. Ja, jetzt bin ich gespannt. Nummer 1 Herausforderer Match. Ich war gerade bei der Nachricht von Masterpiece Marcellus. Dem wird das nicht gefallen, dass es nach diesem Kampf einen neuen Nummer 1 Herausforderer geben wird. Dem wird es auch nicht gefallen, dass im Hauptkampf der Titel neu ausgekämpft wird. Und er hat gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Er wird wiederkommen und er wird hintern treten. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber er wird offensichtlich wiederkommen. Und Ivan Kiev hat jetzt was vor, der wird sich was holen. Das war ein Stuhl. Ein Stuhl. Ist natürlich auch sehr überraschend am Stühle-Match, aber da wollen wir mal sehen, wie jetzt Leon von Gasteren darauf reagiert. Der macht offensichtlich das Gleiche. Und wenn ich mir die Kamera so angucke, oh, Stuhl und Stuhl, gesellt sich gern oder so. Ivan hat trainiert, zumindest sieht es so aus. Wir haben ihn jetzt seit einem Jahr nicht gesehen, im September war er nicht da, und er sieht doch schon auf jeden Fall muskulöser aus. Leon ist wie immer ein Modellathlet. Ja, und dann wollen wir mal sehen, wie sich das denn jetzt technisch auswirkt. Oh, Ivan Kiev verliert hier seinen Stuhl. Rennt gegen den Pfosten und verliert den. Oh mein Gott. Das ist natürlich so ungeschickt. Wo will er denn hin? Jetzt flüchtet er die Kletterwand hinauf. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Gute Frage. Leon meckert natürlich auch um hier. Komm runter, stell dich. Leon geht denn jetzt in den Ring. Ja, und Ronny, der Ringrichter, bittet dann auch den Ivan Kiev herunter, um doch mal auch sein Match zu bestreiten. Da klopft sich noch die Hände ab hier. Und dann kann es aber auch hoffentlich weitergehen hier in dem Stühle-Match. Ja,
Ivan Kiev ist sich da noch nicht so ganz sicher anscheinend, wie er ihn jetzt hier weitermachen soll. Und Ivan kommt jetzt langsam in den Ring, während Leon sich genüsslich auf dem Stuhl ausruht. Die Knieschoner zurechtzieht, jetzt wieder aufsteht. Ja, der Stuhl steht warm halt, sich die Hände reibt und denkt, so, jetzt kann es weitergehen hier. Ja, Ivan Kiev sagt, er ist bereit. Ja, endlich mal ein Lock-up hier. Mal ein bisschen was sehen. Ja, sehr schön. Das ist ein Kampf, auf den ich mich gefreut habe im Vorfeld. Leon van Gasteren gegen Ivan Kiev. Ja, Ivan Kiev versucht hier an den Stuhl zu kommen. Ah, ist natürlich auch sehr schmerzhaft hier. Und ich versuche die Geschichte, gerade mal werden wir das hier schöne Technik sehen, die Geschichte weiter zu spinnen. Als Beispiel, Ivan Kiev schlägt heute Leon van Gasteren, ist der Nummer 1 Herausforderer. Als Mitglied der Reign of Terror und im Hauptkampf tritt Cem Kaplan gegen Tim Zuckstoff an. Gewinnt Cem Kaplan, heißt es Reign of Terror gegen Reign of Terror. Gewinnt aber Tim Zuckstoff, heißt es Reign of Terror. Gründungsmitglied von Reign gegen MWA und Reign Gründer. Also, Zuckstoff hat sich ja damals gewandt gegen Reign. Aber sie haben eine gemeinsame Vergangenheit und diese Vergangenheit, diese würde natürlich in einem etwaigen Kampf der beiden irgendwann in der Zukunft sehr hart aufeinander prallen. Und was dann. Wenn ich auch weiter spinne, wenn Cem Kaplan gewinnen sollte im Hauptkampf, sich den Titel holen sollte, dann würde es ja nie zu einem richtigen Titelkampf kommen. Denn Ivan Kiev hat die Nummer 1 Herausforderer, den kann man blocken, wie man will. Cem Kaplan, das wäre interessant. Ja, ist natürlich die Frage, ob es dann halt bei Reign of Terror sowas wie eine Stallorder gibt. Es gibt den Money Preacher, der hat das Geld, der hat bestimmt eine Stallorder. Oder? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Das wäre natürlich mal zu klären in einem MWA TV News Special, vielleicht mit dem Money Preacher mal so als Anregung. Aber im Moment sind wir erstmal hier beim Nummer 1 Herausforderer. Noch sind wir keinen Schritt weiter. Es ist ein ausgeglichenes Match zur Zeit. Beide zeigen technischen Finessen. Oh, sehr schön. Oh, sehr, sehr schön. Sehr gut gemacht hier von Leon van Gasteren. Also es hat wirklich keiner hier wirklich eine Oberhand. Oh, schön. Also ich muss sagen, das ist der Grund, warum ich mich auf diesen Kampf gefreut habe. Ja, beide technisch sehr ausgeglichen, sehr gut ausgebildet, sehr gut trainiert. Ja, Ivan Kiev hat hier, weiß nicht, keine Lust, aber auf jeden Fall das Publikum feuert hier Leon an, wie eh und je. Und Leon wartet hier auf Ivan Kiev. Oh, leichter Anflug hier von Fairness von Ivan Kiev. Handshake von Ivan Kiev, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ist genau dasselbe dabei. Ah. Das hat man davon. Da wollte er sich den Stuhl schnappen und wird aber dann zurückgezogen. Oh, mit dem Kinn und der Stirn. Aua. Man ist natürlich clever gedacht hier von Ivan Kiev, aber Leon van Gasteren hat natürlich auch genug Erfahrung hier mit der Reign of Terror. Oh, jetzt hat er den Stuhl genommen. Nein. Ja, wo du gerade sagst, genug Erfahrung. Ja, schön in den Stuhl. Wo du gerade sagst, Erfahrung mit der Reign of Terror. Leon van Gasteren hat sich ja schon mit einigen angelegt. Der Meisterklasse, der Reign of Terror. Und schöner Dropkick hier gegen Ivan Kiev, der auf dem Stuhl saß. Sehr interessante Grüppchenbildung in der MWA derzeit. Man hat die Meisterklasse, Good Masterpiece, Marcellus ist nicht hier, Michael Knight ist nicht mehr dabei. Man hat dann Forward immer noch zwei Leute, die gefährlich sind, die MWA die letzten Jahre dominiert haben. Man hat die Reign of Terror, eine neue Gruppierung. Oh, da rennt Leon in den Stuhl. Kriegt den Stuhlschlag auf den Rücken hier von Leon van Gasteren. Das ist natürlich absolut legale Aktion hier, aber ja, äußerst schmerzhaft hier. Das auf jeden Fall. Und es geht zurück in den Ring. Oder auch nicht. Ja, nochmal Aktion hier. Man
Und das war jetzt für die Reign of Terror mit hungrigen Leuten. Mit Nikita Charisma, dem Lightweight-Aushängeschild. Mit Ivan Kiev, dem technischen Berserker. Mit Shem Kaplan, dem Fitness-Instructor, der heute Abend Champion werden kann. Ja, das sind interessante Persönlichkeiten. Dann hat man natürlich eine Untergruppierung der Reign of Terror, könnte man sagen. Die russische Konföderation mit Nikita Charisma und seinen Gefolgsleuten. Ja, aber was ist hier mit Ivan Kiev? Der sucht hier sämtliche Stühle zusammen, die er hier finden kann. Und wird jetzt hier Leon von Gasserin mit dem Stuhl. Ah, ist natürlich auch sehr gefährlich in dieser Aktion, direkt auf den Kielkopf. Ah, ja, man sieht auch das schmerzverzerrte Gesicht hier von Leon von Gasserin. Ja, er hat offensichtlich was vor mit all den Stühlen. Ja, legt sich hier Leon zurecht und Stuhlschlag auf die Schulter, nochmal Stuhlschlag und nochmal Stuhlschlag. Ja, das ist schmerzhaft, wenn man das sieht. Und da kommt und der nächste Stuhl auf den anderen Stuhl rauf und noch einer. Er begräbt ihn hier quasi unter allen Stühlen. Man könnte schon fast sagen, das dürfte es jetzt eigentlich gewesen sein hier mit Leon von Gasserin. Ja, und er setzt er sich auf den Stuhl als Cover. Das ist Cover. Der Ringrichter muss zählen. Ref zählt. Eins, zwei. Oh, du bist zwei. Also, dass Leon da überhaupt rausgekommen ist, dass er sich überhaupt noch bewegen konnte, das grenzt ja an ein Wunder. Ja, das Publikum feuert hier jetzt Leon an. Leon versucht daraus die Kraft zu ziehen, versucht hier aufzustehen. Ist natürlich gar nicht so einfach hier mit den ganzen Stühlen drumherum. Ja, jetzt Ivan mit Tritten in der Ecke, hat ihn nach oben geholt. Jetzt soll es den Rip in den Stuhl geben, den er gerade positioniert hat. Ja, aber mit dem Kopf zuerst geht es in den Stuhl. Da wollte Ivan Kiev Leon von Gasserin die Medizin schmecken lassen, die er jetzt selber probieren musste. Leon schnappt sich den Stuhl. Da hat er einen Stuhl. Oh, schön zugeschlagen. So holt man sich die Oberhand natürlich wieder zurück. Jetzt ist es wieder ausgeglichen. Dieser Kampf entscheidet, wer der neue Nummer 1 Herausforderer wird. Wer den neuen Champion, der im Hauptkampf im Mittelfeld herausfordern wird bei der nächsten Veranstaltung. Oh, jetzt positioniert Leon da den Stuhl in der Ringmitte. Was macht er? Oh, das wird Bulldog auf den Stuhl. Sehr schöne Aktion. Ja, und Ivan Kiewert hält sich hier den Nase. Das Cover gleich hinterher. Zwei. Aber nur bis zwei. Und jetzt macht Leon das, was Ivan gerade gemacht hat. Klemmt den Stuhl in die Ringecke. Ja, schnappt sich jetzt Ivan Kiev, zieht ihn nach oben und das wird... Oh, Reversal, Leon blockt ab. Oh, rennt aber den Big Boot von Ivan Kiev. Ja, wenn man so groß ist, so beweglich ist, dann kriegt man den Big Boot ohne Probleme durch. Und jetzt Leg Drop auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Aua. Und das Cover hinterher. Eins, zwei. Nur bis zwei. Aber bisher wirklich ein sehr ausgeglichener Kampf hier zwischen Ivan Kiev und Leon von Gasserin. Beide hellwach. Jeder gibt hier einen Konter. Also technisch sehr gut ausgeführt hier alles. Und momentan hat Ivan Kiev so leichte Vorteile. Setzt hier Leon aufs oberste Seil. Was soll jetzt hier kommen? Ja, gute Frage. Ivan kontert Leon. Der Leon kontert bei der. Oh, der DDT auf den Schuh. Das kann es sein. Der muss jetzt covern. Aber er hat zu viel. Er hat zu viel einstecken müssen. Zu viel Kraft verloren. Zu viel Anstrengung. Hart und straight ausgeführt hier. Leon rappelt sich hier hoch. Krabbelt jetzt zu Ivan. Das Cover. Eins, zwei, drei. Ja, das war leider zu lange. Ivan, der Leon hatte selber nicht mehr genug Kraft, um gleich ein vernünftiges Cover durchzuziehen, musste zu viel Zeit verstreichen lassen. Und da konnte Ivan sich so ein bisschen erholen.
Aber Leon setzt hier gleich nach mit dem Stuhl auf, Rücken, auf den Rücken. Das tut schon beim Hingucken weh. Und jetzt hier auf den Ringsprecherpult. Ringsprechertisch. Befürchtung gegen den Ringpfosten. Stahlpfosten des Ringes. Und nochmal ein Stuhl, so wie das aussieht. Ja! Da scheint jemand sehr sauer zu sein. Und nochmal ein Stuhl. Und nochmal ein Stuhl. Oh Mann. Ivan Kiev liegt verständlicherweise am Boden. Jetzt die Chance hier für Leon. Er schubst hier Ivan in den Ring. Geht selber hinterher. Jetzt muss gleich das Cover eigentlich kommen. Ah, da will er wieder was zeigen jetzt. Ja, er will ihn zerstören. Das ist natürlich ein bisschen Wut, die sich angesammelt hat. Oh. Ja, ausgekontert da. Jetzt Ivan. Mit Suplex, mit dem Bauch auf den Stuhl. Ja, mit dem Oberkörper. Kracht. Leon auf den Stuhl. Jetzt hat Ivan natürlich die Chance, die Zeit, sich wieder ein bisschen Luft zu holen, sich ein bisschen aufzurappeln, die ganzen Aktionen, die er gerade einstecken musste, zu verarbeiten. Ja, und er will sich jetzt offensichtlich am Ringrichter hochziehen. Ja, was hat er jetzt hier wieder vor? Ich meine, das sind natürlich Sachen hier, da muss man immer ein bisschen misstrauisch sein hier bei Ivan Kiev. Ja, das kann gefährlich werden. Ivan schnappt sich jetzt hier einen Stuhl, mehr oder weniger sicher. Er guckt und holt auf. Oh, schön. Ein harter Schlag in den Nacken, auf den Hinterkopf. Leon rollt sich aus dem Ring. Ja, beide mittlerweile sehr angeschlagen hier, beide Kontrahenten. Schwer auszumachen, ob jetzt hier überhaupt einer Vorteile hat. Jetzt hält er hier den Kopf gegen den Pfosten, er holt aus. Oh, zum Glück weicht Leon aus. Das hätte schwerwiegende Folgen für Leon haben können. Genau sieht's aus. Oh, da kommt Leon in Running Form. Außerhalb des Rings. Und da fällt er um wie ein nasser Sack. Ja, da ist das Publikum da mit Leon rufen. Er geht jetzt hier auf die, ins Publikum, auf die Tribünentreppe. Bearbeitet jetzt Ivan Kiev hier mitten im Publikum. Holt sich die Unterstützung und zurück in den Ring. Und so wie Leon jetzt aufgeputscht ist, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt langsam zum Ende geht. Leon will jetzt das Finish machen. Hat sich einen Stuhl geschnappt. Ja, Ivan. Oh. Tritt in die... war das Mark oder ein bisschen tiefer? Ja, das kann ich nicht so beurteilen. Ivan hat ja lange Füße, ist ja ein langer Lulatsch. Vielleicht alles. Na, auf jeden Fall schmerzhaft, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Holt aus mit dem Stuhl und wieder auf den Rücken. Oh, und jetzt bearbeitet er ihn hier. Und jetzt das... Nee, kein Cover. Was kommt jetzt? Er legt ihn hin. Klettert aufs Seil. Auf den Stuhl. Da kann man sich aber auch den Ellbogen kaputt machen. Der Stuhl ist dahin gerafft. Aua. Da kann man mal sehen, was für eine Wucht, was für eine Kraft, jetzt Gewalt dahinter steckt. War's doch. Das jetzt. War's. Ja, das war's. Eins, zwei, drei. Nein! Leon reißt den Arm nach oben, kommt raus. Ivan Kiev kann es nicht verstehen, dass Leon Vergasteren hier geistesgegenwärtig noch die Schulter nach oben reißt. Nach diesem Elbow, der auch sehr schmerzhaft hier für Ivan Kiev selber war. Den Stuhl hat es zerlegt, aber Ivan Kiev konnte noch sich aus dem Cover befreien. Leon von Gasterin natürlich konnte sich aus dem Cover befreien. Ja, und jetzt ist Ivan da, stellt die Stühle. Oh, was macht er denn jetzt? Was hat er jetzt vor? Baut sich da was zurecht? Nimmt den dritten Stuhl das hier? Das sieht mir. Den gefällt er nicht mehr. Den mag er nicht. Den will er nicht. Er will den. Ja, Leon von Gasterin liegt immer noch am Boden. Ich meine, das ist natürlich auch clever, dass er sich jetzt ein bisschen die Kraft. Das ist ein Stuhltisch. Oder wie soll man das? Sieht so ein bisschen aus. Das sieht aus, als wenn. Ich kann mir schon mal vorstellen, was er vorhat. Er will ihn durch diese Pyramide, nenne ich es mal, befördern. Ja. Gibt ihm nochmal einen auf den Rücken.
nimmt Anlauf. Oh, Leon! Spinebuster! Oh, da ist es wieder. Wer anderen eine Grube geht, fällt selbst hinein. Leon kämpft sich zurück. Spinebuster durch den Stuhl. Und der ist, ich würde sagen, ein bisschen verbogen. So sieht es zumindest aus. Ja, solange es nur der Stuhl ist, der verbogen ist, Ivan Kiev sieht da sehr benommen aus. Das war mit Sicherheit auch alles andere als gesund für seinen Rücken. Ja, so ist es, so ist es. Beide nehmen sich jetzt einen Stuhl und Doppelschlag. Beide. Gleichzeitig knocken sie sich aus hier mit einem Stuhlschlag. Der Ringrichter fängt natürlich an zu zählen. Und wir sehen hier in der Nahaufnahme Leon van Gasteren am Boden zerstört. Ivan Kiev am Boden zerstört. Die beiden schenken sich nichts. Es geht um die Nummer 1 Herausforderschaft auf die MBA internationale Meisterschaft. Der Sieger hat die Chance auf den Gürtel. Der Verlierer muss sich ganz hinten anstellen. Sie schenken sich nichts. Der Ansatz. Oh, der Stuhl. Geistesgegenwärtig, geistesgegenwärtig zieht Ivan Kiev den Stuhl nach oben und schlägt damit zu. Oh, er lässt sich aber auch wieder viel Zeit hier. Aua, da tut mir der Schädel weh, da brummt mir der Schädel. Ivan müsste aber er macht covern, aber der will nicht covern. Der will Leon vernichten. Der will Leon einfach vernichten. Ah, Leon. Oh. Leon lässt sich aber nicht vernichten. Leon ist noch da und auch der Stuhlschlag hier gegen Ivan Kiev. Oh, und er setzt nochmal nach hier mit dem Stuhl. Also es ist schon verwunderlich, dass Leon überhaupt noch was zustande bekommt nach diesem Stuhlschlag. Jetzt klemmt er hier Ivan Kiev. Das ist eigentlich eine Aktion von Ivan Kiev, Kenne. Coast to Coast. Zieht er ihn durch. Leon auf dem obersten Seil. Springt ab. Das muss es gewinnen sein. Jetzt muss Leon die Chance nutzen. Jetzt muss er den Schmerz weg. Was ist? Oh nein. Nein, das ist Cem Kaplan. Nein, 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 nein. Oh, doch. Das ist der Reign of Terror-Stil. Na, das wird es jetzt wahrscheinlich gewesen sein. Das Cover jetzt. Ganz toll. Eins, zwei, drei. Ja, mit der Unterstützung hier von Cem Kaplan gewinnt Ivan Kiev. Der Mann, der gleich im Hauptkampf antritt. Ja, wie du das vorhin schon prophezeit hast, wenn man jetzt bedenkt, dass Cem... Ja, hier haben wir es nochmal offiziell, Gewinner Ivan Kiev. Wenn Cem Kaplan jetzt tatsächlich das Champion-Match auch gewinnen sollte, wie sollen diese beiden denn hier jetzt einen unter Umständen nächstes Mal ein Champion-Match bestreiten? Also das ist ein absolut unrühmliches Ende für einen großartigen Kampf. Die beiden haben sich nichts geschenkt und dann kommt dieser, dann kommt Cem Kaplan, greift ein, vernichtet den Kampf, vernichtet die Titelchance, die erneute Titelchance für Leon van Gasteren. Und das kurz vor seinem Kampf, kurz vor dem Hauptkampf. Das kann nicht wahr sein. Ivan Kiev ist neuer Nummer 1 Herausforderer auf den internationalen NBA-Titel. Die Reign of Terror obliegt und das, ich muss ehrlich sein, das ist kein gutes Vorzeichen für den folgenden Hauptkampf. Ja, das sehe ich auch so. Kann natürlich unter Umständen auch passieren, dass jetzt Ivan Kiev sich revanchiert im nächsten Kampf. Das meine ich ja damit. Und Cem Kaplan dabei hilft. Leon van Gasteren steht mehr oder weniger jetzt im Ring. Ja, man hätte es ihm gegönnt. Das Publikum hätte es ihm gegönnt, hier als offizieller Sieger aus dem Ring zu gehen. Aber auf jeden Fall ist er hier der Sieger der Herzen. Ja, der Publikumsliebling ist auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht das allerletzte Mal war, sondern nur eine der vielen, vielen Male, die wir Leon van Gasteren noch in einem Ring der NBA sehen werden. Da lässt er sich noch kurz feiern. Schmerzverzerrt, der rechte Arm, die rechte Schulter. Alles musste natürlich leiden in dem Kampf.
Ja, und verdientermaßen lässt er sich hier feiern. Es ist ein Spitzenkampf, den er hier abgeliefert hat, wie jedes Mal. Und ich denke mal, alle hier im Saal hätten es ihm hier gegönnt zu gewinnen. Auf jeden Fall immer alles geben und niemals zurückstecken. Entschieden hat Cem Kaplan in Begleitung von Money Preacher. Ja, und sie zeigen es an, der Gürtel gehört uns. Ja, das wird natürlich schon ein sehr harter, unter Umständen sehr harter Kampf hier für den Gegner von Cem Kaplan. Nicht nur unter Umständen, also man muss ganz ehrlich sein, die Geschichte Tim Suxdorf, Cem Kaplan, die findet in diesem Kampf ihren Höhepunkt, ihr Ende. Es ist eine Vergangenheit zwischen den beiden, wie zwischen ganz wenigen. Sie waren Freunde, sie sind Feinde. Es steht 1-1 und das ist der finale Kampf und dieser geht um die Gürtel und das ist ein Last Man Standing Match. Ja, und hier kommt er zum Ring, Tim Suxdorf, aufgeputscht, die einmalige Chance, hier den Titel zu erringen. Also, ich hätte niemals gedacht, muss ich ganz ehrlich sein, dass Tim Suxdorf sich so wandelt und so eine Titelchance bekommt. Ja, bisher hat er immer nur die Möglichkeiten, den Titel anzufassen, den ein seiner Schützlinge gewonnen hat. Ja, heute kann er ihn selber gewinnen. Genau, und nun hat er endlich die Möglichkeit, selber Titelträger des internationalen MBA-Titels zu sein. Ja, und das nicht einfach nur in einem Titelmatch, sondern das erste Mal in der Mad Wrestling Association ein Last Man Standing Match. Wie Tina es eben schon erklärt hatte, Gewinner dieses Matches oder Verlierer vielmehr dieses Matches. Ja, wie ich eben sagen wollte, der Verlierer dieses Kampfes wird der sein, der bis 10 ausgezählt wird und bis dorthin nicht aus eigener Kraft sich wieder auf seine eigenen Beine stellen konnte. Ja, aus Lübeck, Tim Suxdorf. So ist es. Der Ringrichter zählt bis 10, der am Boden liegen bleibt, hat verloren. Das sind die einfachen Regeln und es geht um das Gold, das Ronny jetzt präsentiert. Es geht um die internationale Meisterschaft der MBA, es geht um die Ehre und es geht um alles im Endeffekt.
Ja, die Frage ist, wer wird heute neuer MWA-Champion? Denn einen alten MWA-Champion werden wir am heutigen Tage jedenfalls nicht sehen. Nein, Masterpiece Marcellus ist nicht da. Deswegen diese beiden. Marcellus hat, wie schon angekündigt, haben angekündigt, dass er ankündigen wird, was er tun wird. Und jetzt geht's los. Lock up. Zugsoff drängt. Ja. Kaplan in die Ecke. Löst fair. So muss das sein. Ja, so ist das richtig. Hat natürlich Vorteile mit 2,2 Meter. Knapp 10 Kilo mehr. Natürlich ist Cem Kaplan der, sagen wir mal, trainiertere der beiden. Zugsoff ist hat ein wenig Gewicht verloren, sagen wir es freundlich. Und kriegt die Ohrfeige. Ja, man, es ist natürlich auch freundlich genannt, wenn er ein bisschen Gewicht verloren hat. Das ist ja auch offensichtlich. Aber wie du schon sagtest, Cem Kaplan ist hier eher so der athletische. Nennt man das athletische? Was für eine Krakenohrfeige. Der athletischere beiden. Von beiden. Knee hit 2. Und zieht ihn durch. Snap Suplex. Aber wie man hier sieht, hat Tim Zuckdorf aufgrund seiner Größe und daraus resultiert ein bisschen mehr Gewicht natürlich auch die Kraft, um halt einen Cem Kaplan hier in die Schranken zu weisen, wie wir es eben auch gesehen haben. Ja, die Schwungmasse fehlt, dafür ist die Kraft da, so muss das sein. Und jetzt ein wenig Trash Talk. Schlagabtausch, offener Schlagabtausch jetzt zwischen den beiden Kontrahenten. Da hat Zuxa die Oberhand vor. Augenkratzer, das habe ich ganz deutlich gesehen. Und Vorarm. Cem Kaplan mit den Vorarms. Jetzt. Oh, Clothesline. Clothesline. Zuxa kommt aber sofort wieder hoch. Taumelt ein wenig. Ja, und da sehen wir noch eine Clothesline. Ja, da hat Cem Kaplan natürlich dadurch, dass Zuxa ein wenig größer ist. Ja, sieht das Ganze ein wenig unkonventionell aus. Und jetzt. Den kenne ich. Das wird der Gutbuster. Finish Time. Oder? Wird er jetzt schon angesetzt? Oder? Nein, Zuckstoff wird abgelegt. Fireman's Carry Toss. Gleich angezählt jetzt hier vom Ringrichter. Ah, Cem Kaplan setzt nach. Oh, schöner Splash. Also ich glaube, diese Forearms, die Zuckstoff und Kaplan da ausgeteilt haben, die haben schon gut gesessen. Steckt ein paar mehr Volt in den Arm von Cem Kaplan, als Zuckstoff offensichtlich mit gerechnet hat. Ja, der Ringrichter ist jetzt schon bei 5, aber Tim ist auf dem Bein. Ja. Kaplan da. Whip in die Ecke. Kaplan nimmt Anlauf. Rennen den Bergelbow. Ja, Tim Zuckstoff hat ja aufgepasst, war bei der Sache. Ah, der Beinfeger, den kennen wir schon. Das ist eine von Kaplans Spezialitäten. Jetzt nimmt der Tim Zuckstoff wieder nach oben. Schläge auf den Rücken. Das raubt natürlich die Luft. Was wird das? Back Suplex. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach hier für Cem Kaplan aufgrund des Größenunterschiedes hier. Muss natürlich mehr mit den Armen machen, kann sich nicht wirklich mit den Beinen abdrücken. Genau so sieht's aus. Die ganzen Schläge vom Anfang des Abends und die Vorarms, die setzen Zuckstoff offensichtlich sehr zu. Und schon wieder holt Kaplan ihn nach oben, aber Zuckstoff mit den Elbows befreit sich. Ja. To the face. Oh, Avalanche-Ansatz, er rennt den Back-Elbow. Der Avalanche geht daneben, Back-Elbow kommt. Schulterblock von Kaplan. Zuckstoff kommt wieder nach oben. Gleich wieder oben und noch ein Schulterblock. Cem Kaplan aufs zweite Seil. Zuckstoff kommt nach oben. Was zeigt er? Oh, Schulterblock von Kaplan. Zuckstoff geht zu Boden. Ja, das war jetzt natürlich eine Serie von Aktionen hier jetzt von Cem Kaplan. Tim Zuckstoff wird jetzt wieder angezielt. Er kämpft sich hier nach oben. Er hat lange Arme, er kann das oberste Seil greifen und sich natürlich auch jetzt mit beiden Beinen stehen. Ja, tut er. Alles gut. Kaplan kommt an. Kick. Vorarm. Kann natürlich auch sehr clever sein, dass er hier auch mit die Oberschenkel bearbeitet. Dann wird natürlich das Aufstehen auch wesentlich schwieriger. Ah, der Big Boot geht daneben. Den Zuckstoff nimmt ihn nach oben. Ohne Brücke, aber immer hat Zuckstoff es versucht.
Jetzt hat er seine Chance. Form. Nimmt Anlauf. Running Form. Kaplan geht in die Ecke. Avalanche wird wieder angeteased. Da ist die. Die Avalanche. Kaplan geht zu Boden. Ja, ist in der Ecke. Eigentlich na, eine Aktion scheint noch zu kommen. Oh. Running Spear. Da hat er aber gesamte Masse, Körpermasse genommen, eingesetzt, die er hat. Ja, das ist nicht wenig. Jetzt liegen beide am Boden. Ringrichter zählt an, ist jetzt schon bei 4. Tim Suksow kommt nach oben langsam. Ah, Cem Kaplan bewegt sich jetzt auch, richtet sich auch auf. Bisschen nutzen sie noch die Zeit, um nach oben zu kommen. Ah, beide stehen. Kaplan rennt auf Suksow zu. Oh, ganz schlau. Zieht das ein und Kaplan muss aus dem Ring. Suksow geht hinterher aufs Apron. Nimmt Anlauf. Was zeigt er? Double Extended Blow. Kaplan davon überrascht. Aus der Höhe. Gegen den Ringpfosten. Und muss auch noch gegen die Wand. Gegen die Wand. So geht das hier. Ja, ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn man jetzt mit dem Kopf ungebremst gegen die Wand hämmert. Und offensichtlich auch nochmal auf den Tisch. Jawohl. Ja, Cem Kaplan ist hier nicht mehr besonders sicher auf den Beinen. Tim bearbeitet ihn nochmal und jetzt wird er angezählt. Könnte es das gewesen sein? Nein, das ist... Da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist es natürlich noch nicht. Dafür ist Kaplan ein viel zu harter Hund. Aber Suksow pusht ihn nach oben. Jetzt sucht er irgendwas. Ah, da ist nichts. Ja, Stühle können nicht mehr da sein. Ja, Stühle sind, glaube ich, nicht mehr vorhanden. Sei denn noch Restposten. Ja, Cem Kaplan steht jetzt auf den Beinen. Tim Suksow sieht auf jeden Fall um einiges frischer aus hier. Oh, nochmal schöner Schlag. Geht es wieder gegen Ringpfosten? Oh ja, gegen den Ringpfosten. Ah, Cem Kaplan ist doch schon sehr benommen hier. Ja, auf jeden Fall. Suksdorf. Ah! Ein Stuhl. Winst die Stühle vom Chessmatch. Oh! Da wollte Kaplan mit einem Stuhl des Chessmatch zuschlagen, aber Suksdorf ist ausgewichen. Ja, nimmt sich jetzt den Stuhl. Ah, wird aber sofort attackiert. Wird sofort attackiert. Tritt gegen Suksdorf. Ein weiterer. Ja, und Cem Kaplan geht immer wieder zu Boden. Das hat doch schon arg mitgenommen hier. Jetzt werden erstmal beide angezählt. Cem Kaplan steht wieder. Was ist mit Tim Suksdorf? Kommt er rechtzeitig auf die Beine? Cem Kaplan nimmt sich wieder den Stuhl. Ja, Suksdorf wird benommen. Hat der Tritt offensichtlich ordentlich gesessen. Wieder ein Tritt gegen den Kopf. Was will Cem Kaplan jetzt zeigen? Wenn, dann muss jetzt auch wirklich eine harte Aktion folgen, um so ein bisschen Ausgleich wiederherzustellen. Oh. Ja, da geht's mit dem Hinterkopf gegen den Stuhl. Ja, Tim Suksdorf liegt wieder am Boden und wird wieder angezählt. Platt wie eine Flunder, könnte man sagen. Ringrichter ist schon bei 4 und bei Tim Suksdorf regt sich langsam ein paar Da kommt Bewegung. Na, dann muss er jetzt langsamer hochkommen. Bei 8 ist er schon. Ah, er steht. Und mit der Hilfe des Seils kommt er nach oben und wird gleich wieder attackiert. Wird gleich quasi wieder gefällt. Tim Suksdorf, der Cem Kaplan stellt sich den Stuhl zurecht. Jetzt bin ich gespannt, was er vorhat. Suksdorf kommt wieder nach oben, wird angezählt, aber so leichte Bewegung. Kaplan holt ihn hoch. The Rip. Und mit dem Gesicht voran auf den Stuhl. Das ist eine gefährliche Aktion. Da kann man sich auch ganz schnell die Nase bei brechen. Ja, kann man sehr gut dabei. Und wird angezählt. Jetzt muss er schleunigst wieder aufstehen. Der Ringrichter schon bei 6. Ah, Cem Kaplan beschwert sich ein bisschen, er soll schneller zählen. Oh, da war einmal auf den Beinen, muss jetzt natürlich wieder neu gezählt werden. Das ist schlau, das ist Ringpsychologie ein wenig.
kämpft sich kurz da oben, steht. Der Ringrichter muss neu anfangen, hat er wieder neue Zeit. Und Kaplan, der flucht natürlich. Ja, und nimmt, gibt Tim Soxhoff keine Auszeit, attackiert gleich wieder den Rücken, nimmt ihn wieder auf die Schultern. Was kommt jetzt? Ah, Tim Soxhoff versucht sich wieder zu befreien. Mit den Ellbogen. Oh, und der Closer. Aus dem Nichts zeigt Soxhoff seinen Trademark. Das könnte es. Oh nein! Da ist Charisma! Und Ivan Pierre ist auch da. Wieder Eingriff hier. Das ist also genau das, was ich befürchtet habe. Der Eingriff der Reign of Terror. Ivan steigt aufs oberste Seil. Nikita. Das war so klar. Bereitet. Und jetzt hier. Oh, Nikita fällt um. Der oh, der Top Rope Elbow Drop. Eieiei. Ivan Kiev. Oh! Oh! Schenkenberg. Und Leon van Gasteren sind wieder da, um Tim Soxhoff zu retten. Das sind jetzt 10 wie am das Anfang der Veranstaltung. Guten Jungs. Und ja, schicken aus dem Ring. Über und Leon, der hat doch noch eine Rechnung offen mit jemandem. Leon van Gasteren zeigt den Leon Cutter. Ja, da ist die Rechnung beglichen. Tja, jetzt liegen beide im Ring. Beide wurden attackiert. Ausgeglichen, so muss es sein. Beide werden angezählt. Leon und Schenkenberg haben schnell wieder die zahlenmäßige Überlegenheit hergestellt, ausgeglichen. Also aber jetzt natürlich die Frage, was ist, wenn jetzt beide ausgezählt werden? Normalerweise bleibt dann der amtierende Champion Champion. Wir haben aber keinen amtierenden Champion. Dann würde ich sagen, dann bleibt der Titel Titel. Tim Soxhoff kommt auf die Beine und Cem Kaplan auch. Mehr oder weniger sicher stehen sie jetzt. Ja, Soxhoff taumelt. Holt aus. Vor. Wird das wieder ein offener Schlagabtausch hier? Das ist wie ein Déjà-vu. Hier geht's hin und her. Oh, Schlag von Soxhoff. Schlag von Kaplan. Wieder Kaplan. Oh, Tim Soxhoff kann anscheinend nicht mehr, wollte ich gerade sagen, aber der kommt da. Backbreaker, wieder ein Trademark von Soxhoff, da packt er ihn aus. Oh, jetzt zeigt er es an. Der Kniehitzer folgen. Zieht das Kniepolster nach unten, um mehr Wirkung zu erzielen gegen den Kopf. Das muss es sein. Jetzt muss das Ringlicht erzählen. Der Ringlicht erzählt. Aber Soxhoff sieht Bewegung bei Kaplan. Das... Was geht jetzt in seinem Kopf vor? Er beobachtet das Ganze und er sieht, da bewegt sich zu viel. Offensichtlich. Ja, Ringlicht ist schon bei 6. Tim Soxhoff sucht hier was unter dem Ring. Ja, oh, ein Tisch, so wie das aussieht. Cem Kaplan ist wieder auf dem Bein zu sein. Ja, der will nicht so, wie Soxhoff will. Also macht das anders. Und nimmt da den Ring zur Hilfe. Ja, aber Cem Kaplan ist halt auch eben clever gemacht, war kurz auf den Beinen und lässt sich jetzt wieder fallen, um natürlich sich zu erholen, um Luft zu schnappen, um Kraft aufzutanken. Ja, jetzt Vorarm von Soxhoff. Und er will es beenden. Kick in den Magen. Da soll durch den Tisch, soll es jetzt gehen. Durch den Tisch? Nein. Cem Kaplan wehrt sich. Ist das der Money Preacher? Was will der da mit dem Stuhl? Money Preacher holt sich den Stuhl. Cem Kaplan nimmt Tim Soxhoff auf die Schultern. Oh, und Money Preacher holt aus. Wo wartet er? Erwischt Cem Kaplan mit dem Stuhl. Das ist die Chance. Soxhoff vertreibt ihn, weiß natürlich, alter Mann, alter, mächtiger Mann, den schlägt man nicht mit dem Stuhl, das lohnt sich nicht. Konzentration auf den Gegner. Nach dem Stuhlschlag ist Kaplan angeschlagen, jetzt Ansatz zur Powerbomb. Jetzt kann es durch den Tisch gehen. Kaplan, der kann sich immer noch wehren, Cem kann sich wehren. Der türkische Eck, jetzt wieder Fireman's Carry-Position. Soll es durch den Tisch gehen für Soxhoff? Ja, Soxhoff hält sich an der Tischplatte fest. Kaplan kann ihn nicht durchbefördern, also wird Soxhoff einfach nur drauf abgeladen. Ja, für beide jetzt keine glücklichen Aktionen hier gewesen. Nee, geht's kreuz und quer hin und her.
Jetzt wird Zuckstoff wieder in den Ring gesteckt. Kaplan will offensichtlich doch irgendwie im Ring zum Finale kommen. Cem Kaplan auch mit im Ring. Beide sichtlich angeschlagen. Oh, Zuckstoff. Niehet. Niehet. Geht aufs oberste Seil, aufs zweite Seil. Oh, wieder der Double Axel Blow. Jetzt will er es beenden. Ist aufgepusht. Oh, Kaplan wehrt sich dagegen. Zuckstoff. Reicht ihn nochmal hoch. Powerbomb. Ja, was nicht ordentlich durchgezogen. Nicht genug Schwung. Kaplan hat sich gewehrt, hat sich schwer gemacht. Ja, Tim Zuckstoff holt sich jetzt den Tisch in den Ring. Er hat die Oberhand, ganz deutlich. Er ist natürlich auch angeschlagen, kaputt und fertig. Ja, und der Tisch will nicht so wie er. Aber das haben wir heute schon mal gesehen. Jetzt wird der Tisch in der Ringecke aufgebaut. Ja, wobei, noch zumal zur Erinnerung, ist natürlich ein Last-Man-Standing-Match. Es ist kein Tables-Match. Ja. Oh, Powerslam soll es geben, durch den Tisch. Powerslam durch den Tisch. Vorarm, wieder vor, Krach nach Vorarm. Mit diesen Schlägern kann man Köpfe spalten. Und jetzt, oh, Powerslam-Ansatz von Kaplan. Und, durch den Tisch, das war's. Also erstmal schon bewundernswert, dass Cem Kaplan Tim Zuckstoff überhaupt auf die Schulter bekommen hat. Und dann diese Aktion durchgeführt. Beide liegen am Boden. Der Ringrichter zählt. Ist mittlerweile schon bei 4. Cem Kaplan kommt so ein bisschen auf die Beine. Aber Tim Zuckstoff ist nicht ganz so fit aus. Der ist gerade durch den Tisch geflogen. Der nimmt sich die Kraft durch die Zuschauerunterstützung. Er pusht sich nach oben. Schnappt hier sich ein Teil der Tischplatte. Und was kommt? Oh. Zieht die Kaplan über. Jetzt hat er keine Lust mehr. Jetzt will er zum Finale kommen. Stunner. Kaplan geht nach vorne. Jetzt zeigt er richtig Aktion hier. Jetzt geht's nach oben. Powerbomb-Ansatz. Und Powerbomb, das ist das Finish. Das muss es sein. Und Zuckstoff landet auf ihm. Es gibt kein Cover. Es gibt kein Cover. Jetzt werden beide angezählt. Der Ringrichter zählt. Ist jetzt schon bei 3. Wie du richtig erkannt hast, ist ein Last-Man-Standing-Match. Hier gibt es kein Cover. Tim Zuckstoff muss aufstehen. Das sieht auch danach aus, dass er sich hier hoch arbeiten kann, muss man schon was sagen. Wir sind jetzt bei 7. Wir sind bei 8. Kaplan kommt wieder oben. Zuckstoff. Tim Zuckstoff muss sich jetzt noch hinstellen. Er muss sich hinstellen. Er steht. Und 10. Das war's. Durch die Powerbomb. Und hier haben wir die offizielle Bestätigung. Gewinner und neuer internationaler NBA-Champion aus Lübeck, Tim Zuckstoff. Ein Kindheitstraum ist wahr geworden. Er hat die einmalige Chance genutzt, endlich selber den Titel zu tragen. Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Manager, vom was auch immer, zum Champion. So kämpft man sich nach oben und Lübeck feiert ihn, während Cem Kaplan K.O. im Ring liegt. Und dann wissen wir schon, was wir bei der nächsten Veranstaltung sehen werden. Oh ja. Tim Zuckstoff muss seinen Titel verteidigen gegen Ivan Kiev. Das ist ein Duell mit noch mehr Hass und noch mehr Brisanz, mit Vergangenheit. Und dabei wird es sogar noch um den Gürtel gehen. Zuckstoff konnte das Kapitel Kaplan am heutigen Abend beenden. Bitte auch das Kapitel Kiew bei der nächsten Veranstaltung beenden können. Das ist natürlich die Frage. Wir sind gespannt, wann es weitergeht bei der NBA. Aber im Moment wird Tim Zuckstoff den Moment genießen, wird sich vom Publikum feiern lassen. Cem Kaplan wird besiegt aus der Halle getragen, befördert. Und Tim Zuckstoff ist der verdiente Gewinner in dem ersten Last Man Standing Match der Mad Wrestling Association. Und mit diesen Bildern verabschieden wir uns von euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Frank Neumann. Ich bin Thorsten Simon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.